Hervorragende Dienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk muss man leisten, um ihn zu bekommen, den Bayerischen Verdienstorden. Höchstens 2000 lebende Ordensträger darf es geben, nach der heutigen Verleihung werden es 1862 sein. Eine von ihnen ist Schauspielerin Jutta Speidel. Ich habe mich sehr gefreut und da mein Projekt Horizont in München ist und also im Staate Bayern, habe ich mir gedacht, schön ist es, das tut uns gut, das ist für unseren Verein und für unsere Stiftung eine sehr wertvolle Auszeichnung und es ist natürlich für mich eine ganz besondere Ehre. Als Bayerin, insbesondere als Münchnerin, ist das eine Auszeichnung, die einem wohltut und die eine große Streicheleinheit ist für das, was man auch in der Charity und in der Wohltätigkeit leistet. Für mich ist es die Mukoviszidose, dafür sammle ich Geld. Ja, in den letzten 20 Jahren haben wir das Lebensalter um 20 Jahre erhöhen können. Jeder Euro bringt eine Sekunde Lebenszeit und dafür kämpfe ich weiter. Eine ehrwürdige Verleihung in einem festlichen Rahmen. Doch was geht einem Preisträger durch den Kopf, wenn er von seinem Glück erfährt? Man ist wirklich erstaunt, als der Brief kam. Absender, bayerischer Ministerpräsident, denkst, was kommt da jetzt? Da machst du auf und da läuft es schon eiskalt runter, weil man rechnet ehrlich gesagt nicht damit. Und die Preisverleihung selbst, wenn man dabei unter 61 Preisträger mit vorgeht, aufgerufen wird, naja, das musst du erst alles verdauen. Auch Tatortkommissar Miroslav Nemec bekommt einen Orden verliehen. Ist es für die Schauspielerei oder das Engagement bei der Deutschen Kinderhospiz- und Familienstiftung? Ja, ich denke, es ist beides. Es ist natürlich einmal, weil wir natürlich die Münchner Kommissare sind und die für Bayern auch natürlich große Popularität und dadurch auch sehr viel synergetische Effekte sozusagen erzielen. Aber auch das soziale Engagement, ich denke, das ist auch ein Teil davon, ein großer. Ja, man fühlt sich geehrt natürlich, wirklich sowas ist ja auch, wie ja auch der ursprüngliche Sinn ist. Und anerkannt für die Zeit, die man jetzt als Kommissar verbracht hat, wobei ich mir schon vorstellen kann, es gibt Leute, die haben sich noch mehr reingehängt für Bayern. Aber wir stehen halt auch im Vordergrund. Dadurch, dass es eben im Fernsehen läuft und gibt ja sehr viele stille, tätige Leute. Davon sind heute auch viele ausgezeichnet worden. Und ein paar solche wie uns braucht man halt auch. Wobei ich schon finde, wir haben uns wenigstens immer Mühe gegeben. Wir haben es versucht, ordentlich zu machen. Außer der großen Ehre, was ist dieser Orden eigentlich wert? Ich kann es Ihnen sagen. Sie kennen die Seen- und Schlösserverwaltung. Ja, kennen Sie Neuschwanstein? Da darf ich umsonst rein jetzt. Und Linderhof auch. Und ich darf nur eine Person mitnehmen. Verstehen Sie? So sieht's aus. Okay, jemand, an dem man sich halten sollte. Ich sehe schon. 95,5 Charivari. Münchens Hitradio. Münchens Hitradio.